Kennen Sie den? Sattmann und Schöne erzählen Witze. Wer mal wieder richtig lachen wollte, war gern gesehener Gast im Kleinmachnower Wohnstift Augustinum. Und der Theatersaal war voll besetzt. Peter Sattmann und Rainer Schöne erzählen Witze, lesen komische Geschichten, unter anderem aus Sattmanns Komödie »Der Erzbischof ist da« und Schönes Buch »Werd ich noch jung sein, wenn ich älter bin« und singen Songs, weil man ja nicht 2 Stunden pausenlos lachen kann. Peter Sattmann, wie er selbst sagt, gefühlte 50 Jahre Theater und gefühlte 100 Jahre vor der Kamera. 2-mal Schauspieler des Jahres, an die 200 TV-Rollen, zudem Komponist, Autor, Regisseur und wie er selbst sagt, ein Multidilettant. Rainer Schöne, Herr Jesus Christ Superstar, 20 Jahre Hollywood, Jedermann, Teufelskicker, Bullies, Raumschiff, Surprise, TV-Serie, 5 Sterne und die Stimmen von Darth Vader in Star Wars und Optimus Prime in den Transformers-Filmen. Singer, Songwriter. Zahlreiche Alben und Konzerte mit der Rainer Schöne Band. Während ihrer Arbeit an Jedermann im Berliner Dom, Sattmann der Teufel, Schöne der Tod, haben sich beide darin übertroffen, Witze zu erzählen und beschlossen, daraus ein Programm zu machen. Ein Fischhändler steht auf dem Markt und ruft in die Menge: Hering, so dick wie Hermann Göring. Er ruft das kein zweites Mal, denn die Gestapo führt ihn ab. Eine Woche später steht er an der gleichen Stelle und ruft wieder: Hering, so dick wie vor 8 Tagen. Bloß darf ich's nicht mehr sagen. Das ist der Witz von meinem Vater, jetzt der Witz von meiner Mutter. Man muss meiner Mutter zugutehalten, dass sie mir den Witz nicht persönlich erzählt hat. Ich habe gehört, wie sie ihn auf einem Damenkrätzchen unter viel Gekicher den anwesenden Damen erzählt hat. Meine Mutter war Sächsin. Der Lehrer fragt in der Schule seine Erstklässler: Sagt mal, was habt ihr für Musikinstrumente zu Hause? Wir haben ein Klavier, wir haben eine Orgel, wir haben eine Flöte. Wir haben ein Saxophon. Paule, das kann nicht sein. Ich wohne bei euch gegenüber. Ich habe noch nie ein Saxophon gehört. Wenn ich es Ihnen sage, Herr Lehrer, ich habe doch neulich meine Mutter gehört, wie sie im Badezimmer zu meinem Vater gesagt hat: Also wenn man dein Saxophon zur Seite sieht, ist es ein ganz schönes Instrument. 2 Blondinen sitzen im Kaffeehaus und da sagt sie eine: Was siehst du denn so betröppelt aus? Was ist los mit dir? So, stell dir vor, ich habe rausgefunden, mein Mann war bei der Stasi. Wie, das hast du jetzt rausgefunden? Wie hast du das gemerkt? Ich komme gestern nach Hause, da liegt ein Zettel auf dem Küchentisch. Bin I.M. Keller. Ich weiß, in kleinen Magnus sollte man das vielleicht nicht erzählen. Da wird schon gedacht, hat er gesagt. Der Genossenwalter Ulbricht ist in China bei der Volksrepublik beim Genossen Mao zu Besuch. Sagen wir, Genosse Mao, gibt es bei euch in der Volksrepublik China auch noch Gegner des Sozialismus? Ja, Genossenwalter, wir haben leider auch noch Gegner des Sozialismus. Na, wie viele werden das wohl sein bei euch, Genosse? Ja, so 17 Millionen werden es schon sein. Ach so, bei mir sind es auch nicht mehr. Es macht Spaß. Honecker stirbt und kommt natürlich in die Hölle. Der Teufel begrüßt ihn aber mit den Worten: Du warst zu deinen Lebzeiten privilegiert, du bist auch hier privilegiert, du darfst dir nämlich deine Strafe aussuchen. Er macht also mit Honecker einen Rundgang und da sind Leute, die werden gepfählt und gezerrt und genagelt und sie warten in ihrem eigenen Kot. Es ist alles ganz, ganz schrecklich, was er da sieht, aber plötzlich kommen sie an einen kleinen Pavillon, da stehen die Türen auf und heraus dringt eine wunderbare Strauß-Walzermusik. Und wie er so reinschaut, sieht er auf diesem spiegelblanken Parkett den Walter Ulbricht tanzen mit der Marilyn Monroe. Oh, sagt er, ja, das ist toll, das, hier möchte ich bleiben, das geht leider nicht, weil das ist die Hölle für die Monroe.
Mein Lieblings-Ossi-Wessi-Witz geht so. Ein Ossi, ein Wessi und ein Pole finden eine Flasche heraus, kommt wieder mal die Genie und sagt, jeder von euch hat einen Wunsch frei. Weltweise, sagt der Pole, oh, ich möchte, dass alle Bollen einen Mercedes fahren. Gewährt. Und du? Sagt der Ossi, es war schön in der alten DDR, Streifen und Brot kostete 96 Pfennige, wir hatten alle Arbeit, die Mieten waren billig, es war auch größerer Zusammenhalt. Also, ich wünschte, die Mauer wäre wieder da, als wäre sie wieder wie früher. Gewährt. Und du? Wessi lädt so an sein Auto und sagt, naja, alle Polen fahren Mercedes, das heißt, meiner wird nicht mehr geklaut. Alle Ossis sind wieder im Osten. Da nehme ich mein Cappuccino. In einem Wirtshaus sitzt ein Bauer und trinkt ein Bier nach dem anderen und stöhnt immer vor sich hin, es gibt Dinge, die kann man nicht erklären. Es gibt Dinge, die kann man nicht erklären. Es gesellt sich ein anderer Bauer dazu und sagt, warum bist du denn so verzweifelt? Was kann man denn nicht erklären? Ich habe heute Morgen versucht, meine Kuh zu melken, ja? Eimer drunter schön, das Euter bearbeitet, der Eimer halb voll, stößt die blöde Kuh mit dem einen Bein den Eimer um. Es gibt Dinge, die kann man nicht erklären. Ja, ja, ist ja gut, aber deswegen brauchst du ja nicht so verzweifelt zu sein. Ich habe es ein zweites Mal versucht. Ich habe ja nur vorher das eine Bein an einen Balken angebunden. Eimer drunter, Euter schön bearbeitet, Eimer halb voll, stößt die blöde Kuh mit dem anderen Bein den Eimer um. Es gibt Dinge, die kann man nicht erklären. Ja, ich verstehe, aber warum bist du denn so? Ich habe es ein drittes Mal versucht. Ich habe ja auch das andere Bein noch angebunden. Um jetzt besser an das Euter zu kommen, habe ich hier den Schwanz hochgehoben und bei dieser ganzen Verreckerei platzt mir die Hose auf und rutscht in die Kniekehlen. Und genau in dem Augenblick kommt meine Frau in den Stall. Es gibt Dinge, die kann man nicht erklären. TKSTV. Lokaler geht's nicht.